Beziehungen sind seit Bestehen der Bundesrepublik eng. Sie sind freundschaftlich, sie sind partnerschaftlich. Wir haben enge wirtschaftliche Beziehungen. Wir haben enge außenpolitische Beziehungen. Ja, Herr Ströbele, seit vielen Jahrzehnten. Wir haben eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und es geht auch um die innere Sicherheit in Deutschland und Europa, die es gemeinsam zu schützen gilt. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, über allem, und ich glaube, das ist noch sehr viel wichtiger, steht, dass wir eine Wertegemeinschaft haben. Deutsche, Europäer und Amerikaner. Wir bekennen uns in dieser Wertegemeinschaft zur Demokratie und zur Freiheit, und das unterscheidet uns zu mancher anderen Region in der Welt. Auch das darf man hin und wieder in der Diskussion und in der Debatte erwähnen und vielleicht zur Kenntnis nehmen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, war es auch, dass jedes gute Verhältnis auch immer wieder erneuert, immer wieder erarbeitet, immer wieder gestärkt werden muss. Und die Veröffentlichungen der angeblichen Dokumente des US-amerikanischen Staatsbürgers Snowden vom Juni 2013 waren mehr als irritierend, sondern sie waren beunruhigend. Was aber noch beunruhigender und irritierender ist, ist, dass seit der ersten Veröffentlichung am 5. Juni 2013 die Informationspolitik unserer amerikanischen Freunde leider zu wünschen übrig lässt. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch zum Schaden der Vereinigten Staaten selbst. So konnte beispielsweise, es ist heute schon mal kurz angeklungen, im Sommer über Wochen in der europäischen Öffentlichkeit behauptet werden, dass Millionen von Daten monatlich von der NSA in Deutschland erhoben werden und den Amerikanern zur Verfügung gestellt werden. Das hat natürlich zu großer Aufregung geführt, denn impliziert war da der Vorwurf, es würden Millionen von Bürgern in Deutschland ausgespäht. Und dann hat sich im Laufe des August herausgestellt, dass es sich bei diesen Daten, bei diesen 500 Millionen Datensets pro Monat, die dort in Rede standen, um Daten handelte, die der Bundesnachrichtendienst aufgrund gesetzlicher Grundlage der hier im Bundestag verabschiedeten Gesetze, hier von diesem Parlament verabschiedeten Gesetze erhoben hat, und zwar in Krisengebieten, unter anderem in Afghanistan, wo es darum geht, auch den Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten sicherzustellen, unserer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, dass wir gemeinsam auch diese Aufgabe haben, das zu tun, denn wenn wir schon unsere Männer und Frauen in diese Krisengebiete schicken, um Frieden dort herzustellen und auch die Interessen Deutschlands und Europas zu vertreten und der freien westlichen Welt, dann müssen wir sie auch schützen. Und das ist dadurch geschehen, dass der Bundesnachrichtendienst Kommunikationsdaten aus diesen Krisengebieten erhoben hat und gemeinsam auch mit den amerikanischen Freunden und Partnern ausgewertet hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage ausdrücklich, hat stattgefunden auf der Grundlage von Gesetzen, weil unsere Behörden, sowohl der Verfassungsschutz wie auch der Bundesnachrichtendienst, aufgrund gesetzlicher Vorschriften handeln. Und wenn der Bundesdatenschutzbeauftragte heute sagt, es gäbe so etwas wie einen kontrollfreien Raum der Nachrichtendienste, so muss ich dem ausdrücklich widersprechen. Der Bundestag hat in einem sehr engen Geflecht an Kontrollmöglichkeiten sichergestellt, dass zu jeder Zeit die Geheimdienste in diesem Land kontrolliert werden. Da gibt es das parlamentarische Kontrollgremium, und da können Sie lachen, aber die Kollegen, die dort drin sitzen, Woche für Woche, jedenfalls in Sitzungswochen hinter verschlossenen Türen, sich stundenlang die Berichte anhören der Nachrichtendienstpräsidenten, die haben auch den Respekt dieses Hauses verdient. Die Kollegen gehen nämlich ihrer Aufgabe dort nach. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, dann gibt es die G10-Kommission, eingesetzt von diesem Deutschen Bundestag, die sich ausführlich mit den Details und Fragestellungen befasst, wann Nachrichtendienste und unter welchen Umständen Nachrichtendienste handeln können. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, irrt der Bundesdatenschutzbeauftragte, wenn er glaubt, dass er sozusagen die Überkontrollbehörde über alle wäre. Nein, neben dem PKGR
Neben der G10 gibt es auch den Bundesdatenschutzbeauftragten. Das wollte ich nur sagen, weil diese Kritik heute über die Agenturen ging und meines Erachtens nicht gerechtfertigt ist. Aber nun zum Schweigen unserer amerikanischen Freunde, das leider dazu führt, dass es allerhand Verschwörungstheorien gibt und dass es in der Zwischenzeit ein Misstrauen sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, auch in der Bevölkerung gibt. Und deswegen kann man, glaube ich, mit Fug und Recht davon sprechen, dass das Vertrauen, das notwendig ist, um zwischen Deutschland und Amerika auf guter Basis auch in der Zukunft weiterzumachen, gestört ist und wiederhergestellt werden muss. Die Amerikaner müssen aufklären, sie dürfen sich nicht in Widersprüche verstricken. Das gilt im Übrigen auch für die Vorwürfe, die in den Raum gestellt sind, was die angebliche Abhöraktion gegen das Handy der Frau Bundeskanzlerin angeht. Und ich möchte an der Stelle sagen, dass es auch dazu bisher keine ausreichenden Einlassungen und Informationen der amerikanischen Partner gibt. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass egal wer ein Handy abhört, egal wer Kommunikation in Deutschland abhört, ob die Kommunikation von Bürgern, ob die Kommunikation von Behörden oder von Regierungsmitgliedern sich strafbar macht. Und wann immer strafbares Handeln im Raum steht, sind unsere Ermittlungsbehörden dran und gehen diesen strafbaren Handlungen nach, nehmen Ermittlungen auf, wenn ein hinreichender Anfangsverdacht besteht. Und deswegen wird auch in der Frage Abhören des Handys beispielsweise die zuständige Staatsanwaltschaft oder der Generalbundesanwaltschaft entscheiden, wie zu ermitteln ist. Das ist einem Rechtsstaat so vorgesehen. Das macht nicht die Politik, sondern das machen rechtsstaatliche Stellen, Staatsanwälte, Generalstaatsanwälte, wenn sie Verdacht haben, und vernehmen auch Zeugen, wenn von diesen Zeugen etwas zu erwarten ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Aufklärungsbemühungen der Bundesregierung sind ebenso wie der Europäischen Union umfangreich. Wir haben schriftliche Anfragen gestellt, sowohl die Justizministerin als auch ich schon im Juni. Wir haben nur einen Teil dieser Anfragen bisher beantwortet bekommen. Wir haben umfangreiche Delegationsreisen in die eine wie in die andere Richtung unternommen. Und wir haben hochrangige Gespräche geführt, die immerhin dazu geführt haben, dass die amerikanische Regierung sehr frühzeitig auch problembewusst geworden ist. Wenn heute der amerikanische Außenminister eine Reise nach Europa plant, dann, glaube ich, ist das auch ein Zeichen dafür, dass es gewirkt hat. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben eine umfangreiche technische Sonderprüfung durch unseren Bundesverfassungsschutz vornehmen lassen. Wo immer irgendwelche Vorwürfe im Raum stehen, hat der Verfassungsschutz umgehend Ermittlungen aufgenommen. Wir haben die Provider informiert. Wir haben versucht herauszufinden, ob es an irgendwelchen Knoten tatsächlich unerlaubte Zugriffe gegeben hat. All diese Dinge sind erfolgt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Demokratie kennt aber auch noch weitere Mechanismen. Und wir sehen das derzeit in den Vereinigten Staaten. Wir haben eine breite Diskussion im amerikanischen Parlament, im amerikanischen Kongress, genauso wie in der Öffentlichkeit, wo die Frage gestellt wird, was dürfen die amerikanischen Geheimdienste, so wie wir in unserem Bundestag, diese Fragen stellen. Wo ist die Verhältnismäßigkeit? Und wie geht man mit Freunden um? Und meine sehr verehrten Damen und Herren, daran können Sie erkennen, dass Demokratien eben verschiedene Wege und Mechanismen haben, diesen Selbstreinigungsprozess, wo er notwendig ist, auch durchzuführen, und dass der amerikanische Präsident höchstpersönlich einen Bericht über die Tätigkeit, über die Spionagetätigkeit seiner Behörden angeordnet hat und dieser Bericht am 15.12. vorliegen soll, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir erwarten natürlich auch umfangreiche Informationen aus diesem Bericht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was haben wir veranlasst, was planen wir, um die Spionageabwehr zu verstärken? Zum Ersten, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat in einem Reformprozess vom Frühjahr angefangen, schon im April, Mai personell, organisatorisch, technologisch die Spionageabwehr zu verstärken. Wir haben dafür gesorgt, dass in einem engen Dialog mit der Internetwirtschaft, seit vielen Jahren angestoßen durch die Bundeskanzlerin in einem IT-Gipfelprozess, die Fragen der Sicherheit im Netz, im Internet erörtert werden.
und auch auf ihre technologische Machbarkeit hin überprüft werden. Wir brauchen mehr und bessere Verschlüsselung. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Dafür brauchen wir aber auch vertrauenswürdige Hersteller und Dienstleister. Und ich glaube, das ist eine zentrale Aufgabe, auch die wir gemeinsam angehen müssen. Wir können die Souveränität Europas, meine sehr verehrten Damen und Herren, die digitale Souveränität Europas nur dann erhalten, wenn es uns auch gelingt, die technologische Souveränität über die Netzinfrastruktur und die Netztechnik in der Zukunft zu erlangen und zu verstärken. Hier liegt im Übrigen eine wichtige Aufgabe für die Europäische Union. Wenn man nach den großen europäischen Themen und Aufgaben fragt, dann ist das eine wichtige Aufgabe, die technologische Souveränität Europas herzustellen, auch in der Netzpolitik, um sicherzustellen, dass wir in der digitalen Welt ebenfalls souverän bleiben. Und wir müssen das Vertrauen der Wirtschaft stärken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Allianz für Cybersicherheit hat dafür gesorgt, dass wir auch pragmatische Lösungen mit den mittelständischen Unternehmen und mit den großen Unternehmen führen können. Ich habe bereits zu Beginn des Jahres vorgelegt ein IT-Sicherheitsgesetzentwurf, bei dem es darum geht, zusammen mit den Betreibern kritischer Infrastruktur jederzeit ein Lagebild über Angriffe auf die Netze und Sabotage gegen die Netze ausfindig zu machen. Ich hoffe, dass wir dieses Sicherheitsgesetz schnell in diesem Hause verabschieden können. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir prüfen, in welchem Maße es möglich ist und auch unter Kostengesichtspunkten sinnvoll ist, dass wir ein europäisches Routing, also das Durchleiten von Daten nur über europäische Netze, in der Zukunft als Möglichkeit anbieten. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich habe in der vergangenen Woche mich mit der Kommissarin Größ über die Frage einer europäischen Cloud, also einer sicheren Cloud für die Aufbewahrung von Daten europäischer Bürger unterhalten. Ich glaube, dass das eine wichtige Aufgabe der Europäischen Union in der Zukunft sein kann, einen Rechtsraum, einen Wirtschaftsraum, einen Sicherheitsraum zum Schutz der Daten herzustellen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen auf europäischer Ebene die Datenschutzgrundverordnung sehr schnell umsetzen. Ein wichtiger Punkt in dieser Datenschutzgrundverordnung für uns ist es, dass sichergestellt sein muss, dass wann immer Daten ausgeliefert werden, europäische Bürger, an Behörden ausländischer Staaten, dass das transparent gemacht werden muss und dass jeder Bürger auch das Recht haben muss, gegen eine solche Auslieferung vorgehen zu können. Und schließlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es wichtig, dass wir auch im Verhältnis mit unseren amerikanischen Freunden, insbesondere auch bei unseren Beziehungen in wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Hinsicht, deutlich machen, dass wir ein gemeinsames Verständnis von Datenschutz und Datensicherheit entwickeln müssen. Herr Minister, Sie müssen zum Schluss kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine Art digitale Grundrechtskarte auf den Weg bringen und ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Aber über allem, meine sehr verehrten Damen und Herren, steht, dass wir die enge Partnerschaft mit unseren amerikanischen Freunden und Partnern brauchen, auch um die Sicherheit der Bürger in diesem Land in der Zukunft gewährleisten zu können. Vielen Dank. Soweit Innenminister Hans-Peter Friedrich für die CSU. Ihm antworten wird jetzt der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Frank-Walter Steinmeier. Frau Präsidentin, vorab in und mit Ihrer neuen Aufgabe wünsche ich Ihnen glückliche Hand. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kaum Vorstellbares ist geschehen. Ich habe mir jedenfalls bis vor einigen Wochen nicht vorstellen können, dass Mobiltelefone deutscher Regierungschefs, und zwar von Freunden, systematisch und über Jahre hin abgehört worden sind. Wir müssen inzwischen wohl leider davon ausgehen, dass Hinweise, die es gibt, der Wahrheit entsprechen. Und ich bin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht bereit, mit allfälligen Formeln wie "das machen doch alle" darüber hinwegzugehen. Ich hoffe, es machen eben nicht alle unserer Freunde. Und ich hoffe vor allem, dass es denen, die nicht zu unseren Freunden zählen, nicht gelingt. Vor allem gibt es keine Rechtfertigung, die notwendige Aufklärung, die wir alle sehen, diese Aufklärung in eine ferne Zukunft zu verschieben. Wir brauchen diese Aufklärung, weil schlicht und einfach Vertrauen verloren gegangen ist. Und eins kann man mir abnehmen:
Ich habe nun verdammt keine Freude an diesem transatlantischen Streit, ganz im Gegenteil. Aber ich sage Ihnen auch, alle Versuche diesseits und jenseits des Atlantiks, die es gegeben hat, das Geschehene zu banalisieren, zum Kavaliersdelikt herunterzuspielen, das kann und das dürfen wir nicht akzeptieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deutschland ist fester Bestandteil dieses transatlantischen Bündnisses, und das ist ein Bündnis, was nicht nur auf Dauer angelegt ist, sondern, wie wir alle miteinander immer wieder sagen, Frau Bundeskanzlerin hat es in ihrer Regierungserklärung auch noch mal gesagt, hat ein Bündnis, das sich auf gemeinsame Werte gründet. Und ein solches Bündnis kann nur bestehen, wenn man die Regeln des Umgangs in einem solchen Bündnis tatsächlich miteinander und untereinander beachtet. Und eine dieser Regeln heißt doch wohl, dass Spionage unter Freunden sich nicht gehört. Es ist überflüssig, liebe Freunde, und es gehört sich nicht. Und schon deshalb müssen wir auf Aufklärung dringen. Wie lange gibt es diese Praxis schon, ist die erste Frage. Wann hat sie begonnen? Was war der Anlass? Wurden nur Regierungschefs ausgespäht oder bezieht sich das auch auf andere? Wenn ja, wer wurde von der NSA ins Visier genommen? Wer hat die Daten ausgewertet? Wie wurden sie genutzt? War das Weiße Haus über Ausspähinformationen informiert? Haben sie in der amerikanischen Deutschlandpolitik eine Rolle gespielt? Das muss man doch wissen, meine Damen und Herren, bevor man in den Alltag des deutsch-amerikanischen Geschäfts zurückkehrt. Wir müssen wieder Grund unter den Füßen bekommen, weil wir alle miteinander wissen, aus der nationalen Politik wie aus der internationalen Politik, auf Misstrauen jedenfalls lässt sich keine Zukunft begründen. Das gilt auch hier. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was ich Ihnen vorgetragen habe, das ist im Grunde genommen dramatisch genug. Aber natürlich, es geht nicht nur um Politiker und Spionage im politischen Raum. Vor allen Dingen geht es um die Fragen, die mindestens genauso offen sind, in welchem Umfang nämlich Internetverkehr deutscher Bürgerinnen und Bürger überwacht worden ist, in welchem Umfange möglicherweise auch deutschen Unternehmen hin und hinterher spioniert würde. Wenn große amerikanische Internetunternehmen, Dienstleister in der Internetbranche jetzt um ihren guten Ruf fürchten, dann mag das berechtigt sein. Aber die entscheidende Frage ist doch, wie gelingt es uns in einer digital vernetzten Welt und angesichts neuer Bedrohungen, die es ganz offenbar gelingt, wie gelingt es uns, Freiheit und Sicherheit wieder in das richtige Lot zu bringen? Da ist doch offenbar ganz vieles aus den Fugen geraten in den letzten Jahren. Da geht es mehr um mehr als um die Frage, ob Spionage zwischen Freunden erlaubt ist oder nicht, sondern es geht um die Frage, wie sichern wir eigentlich im 21. Jahrhundert unter völlig veränderten Kommunikationsbedingungen, wie sichern wir den Schutz der Privatsphäre der Bürger als elementares Grundrecht? Und die erste Regel, von der ich sagen würde, dass sie doch gelten muss, ist, nicht alles, meine Damen und Herren, was technisch möglich ist, ist auch rechtlich erlaubt oder politisch klug. Und deshalb darf man sich im weiteren Gefolge der Debatten und Verhandlungen, die wir jetzt möglicherweise miteinander führen werden mit den amerikanischen Freunden am Ende, auch nicht nur mit unverbindlichen Absprachen zufrieden geben, sondern wir brauchen belastbare, überprüfbare Vereinbarungen, die massenhaftes Ausspähen, was es möglicherweise gegeben hat, und Nachspionieren von Wirtschaftsunternehmen, dass das in Zukunft ausgeschlossen ist. Und wir brauchen das nicht nur, meine Damen und Herren, sondern, und auch das, lieber Herr Friedrich, ist Teil von Souveränität, wir werden dafür eintreten müssen und wir werden dafür kämpfen müssen. Vom Himmel fällt das nicht. Und hier geht es nicht um irgendwas, meine Damen und Herren, sondern es geht eben um das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn sich dieses Bündnis auf Werte gründet, dann geht es jetzt in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren, auch um die Glaubwürdigkeit dieser transatlantischen Wertegemeinschaft. Und Gott sei Dank
Sind wir nicht die Einzigen, die das so sehen? Wenn ich das richtig beobachte mit der Debatte auf der anderen Seite des Atlantiks, dann gibt es auch dort inzwischen viel Unbehagen, viel Empörung über wild gewordene Dienste, die niemanden oder möglicherweise jedenfalls nicht die Richtigen in der Politik informiert haben über das, was sie tun. Da wächst Entrüstung, auch in den Parlamenten in den USA. Und auch dort wächst das Bewusstsein. Ich bin fest davon überzeugt, dass man Spionage gegen Freunde nicht schlicht und einfach mit so einem Schulterzucken hinnehmen kann. Ich glaube, und das gilt für die Menschen bei uns wie auch in den USA, dass die spüren, dass es hier nicht um eine einmalige Verfehlung geht oder dass da jemand über seine Befugnisse hinausgegangen ist, sondern ich glaube, dass die Menschen spüren, und darum hatte diese Debatte eine solche Wucht in diesem Jahr, dass da sehr grundsätzliche Fragen berührt sind, dass es darum geht, wie wir individuelle Freiheitsrechte und damit Rechtsstaatlichkeit und Demokratie im digitalen Zeitalter gewährleisten können. Es geht um die Frage, welche moralischen, rechtlichen und politischen Leitplanken brauchen wir eigentlich, um damit in diesem 21. Jahrhundert mit veränderten Kommunikationsbedingungen und neuen Risiken für den Machthunger, etwa auch von Diensten, wie wir damit umgehen. Was ist die Aufgabe von Politik, meine Damen und Herren, und dieses Deutschen Bundestages? Nicht nur über die moralischen Leitplanken zu reden, zu diskutieren, möglichst auch streitig, sie am Ende vielleicht zu definieren, sondern worum es geht, dass man aus diesen moralischen Leitplanken wieder geltendes Recht macht. Ich habe mal gesagt an anderer Stelle, was ist eigentlich die große zivilisatorische Leistung des 20. Jahrhunderts gewesen? Was ist Völkerbund, Vereinte Nationen, UNO-Charta? Man hat aus Ungleichgewichten, man hat aus Machtungleichgewichten Recht, man hat Ungleichgewichte in Recht aufgelöst. Und im Grunde genommen ist die Aufgabe, die wir jetzt im 21. Jahrhundert vor uns haben, nicht kleiner, sondern es geht jetzt darum, nicht Machtungleichgewichte, sondern unterschiedliche technische Möglichkeiten, die aber eben nur einigen wenigen auf der Welt zustehen, diese wiederum in Recht zu übersetzen und Ungleichgewichte durch Recht auszugleichen. Das wird, meine Damen und Herren, ohne politische Verhandlungen nicht geschehen können. Und ich misstraue ein wenig all den Ankündigungen, die ich gelesen habe, man könne das auch auf technische Art und Weise sicherstellen. Ich misstraue dem, weil ich weiß, wir leben da auf keiner Insel, sondern das Netz ist worldwide. Und ich bin sicher, die Zeit werden wir miteinander auch nicht zurückstellen können. Die Lösungen werden wir nicht aus Lösungen der Vergangenheit ableiten können, sondern wenn wir in Zukunft diese Balance von Sicherheit und Freiheit wiederherstellen können, dann werden wir nicht die Übersichtlichkeit der alten Welt zurückgewinnen, sondern wir werden Regeln für diese neue Welt brauchen. Und ich glaube, das wird am Ende nicht geschehen können durch technische Abschottung. Wird nicht geschehen können durch technische Abschottung. Ich habe viel dafür übrig, dass sich deutsche und europäische Dienstleister stärker präsentieren. Ich habe auch nichts dagegen, wenn die sagen, deutsche Sicherheitsstandards können sogar ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen sein. Aber ich glaube, helfen wird das nicht, weil auch deutsche Dienstleister in der Regel internationale Eigentümer haben, weil auch deutsche Unternehmen international vernetzt sind. Deshalb glaube ich, dass wir es nur politisch gemeinsam schaffen, dieser Zügellosigkeit der Datenfischerei am Ende auch wieder Einhalt zu gebieten. Wir brauchen wirklich so etwas, ich habe das angedeutet, wie ein Völkerrecht im Netz. Das müssen wir hinkriegen, und dazu ist Politik da, meine Damen und Herren. So, bevor wir an die Gestaltung der Zukunft gehen, müssen wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen. Und die Aufklärung ist eben lange nicht erledigt, wie manche das im Sommer gehofft haben. Trotzdem bleibt die Frage, welches Instrument das Richtige ist, um Licht in diese Affäre, um Licht ins Dunkel zu bringen. Es kann sein, wie viele sagen, dass das ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ist, dass der parlamentarische Untersuchungsausschuss das schärfste Aufklärungsinstrument ist. Kann sein. Ich rate uns nur zum gegenwärtigen Zeitpunkt darüber nachzudenken,
ob das wirklich auch richtig ist. Mindestens, würde ich mal sagen, besteht die Gefahr, dass wir uns in einen Prozess stetiger parlamentarischer Selbstenttäuschung hineinbringen, wenn dann am Anfang einer jeden Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses mitgeteilt werden muss, dass dieser oder jener Zeuge, den wir aus dem Ausland eingeladen haben, dass dieses oder jene Dokument, was wir von den Amerikanern eingefordert haben, nicht gekommen ist. Und weil das dann alles fehlt, könnte die Folge sein, dass wir uns am Ende mehr mit den Opfern von staatlichen Überwachungsaktivitäten beschäftigen, als mit denjenigen, die dafür verantwortlich waren. Und das ist am Ende auch nicht der Sinn eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, meine Damen und Herren. Herr Kollege Steinmeier, auch Sie müssen zum Ende kommen. Ich bin fertig. Wir müssen uns deshalb gar nicht gegen das Instrument entscheiden, sondern ich schlage nur vor, dass wir uns zwischen den Fraktionen zusammensetzen und überlegen, was das richtige Instrument ist, unter Einbeziehung der Frage, ob ein institutionell aufgerüstetes parlamentarisches Kontrollgremium diese Aufgabe nicht auch vielleicht sogar besser erledigen kann. Ich hoffe, dass es zu solchen Gesprächen zwischen den Fraktionen kommt. Herzlichen Dank. Soweit die Rede des SPD-Fraktionsvorsitzenden Frank-Walter Steinmeier. Nach ihm jetzt für die Fraktion Die Linke, deren Vorsitzender Gregor Gysi. Da ist Dr. Gregor Gysi. Frau Präsidentin, auch von uns alle guten Wünsche für Sie. Meine Damen und Herren, wir haben es mit einem Skandal zu tun, der in seinem Ausmaß in dieser Art bisher noch nicht vorgekommen ist und der die Bevölkerung dazu bringt, sich eine Vielzahl von Fragen zu stellen. Und die erste Pflicht der Regierung wäre gewesen, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Sie haben aber in Wirklichkeit das Gegenteil betrieben. Was haben eigentlich nun die amerikanischen und britischen Geheimdienste gemacht? Sie nutzen die Internettechnologien, um jedes Land in der Welt auszuspähen, egal ob Freunde oder Feinde. Das spielt für sie gar keine Rolle. Und es sind 5 Länder, die das machen, die berühmten Five Eyes, die 5 Augen. Das sind die USA, Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland. Nur untereinander spionieren sie nicht, aber den ganzen Rest der Welt. Untereinander stimmt allerdings auch nicht ganz. Ich werde Ihnen von einem Trick berichten. NSE ist nämlich verboten, in bestimmten Fällen US-Bürgerinnen und US-Bürger abzuhören. Und das macht dann für Sie der britische Dienst und schickt Ihnen die Daten. So wird da getrickst. Das ist die Realität, um die es geht. Und dann sage ich Ihnen, das Ganze steht unter dem Stichwort Bekämpfung von Terrorismus, Drogenkriminalität. Eine flächendeckende, umfassende Überwachung der Bevölkerungen fast aller Staaten hat was mit der Bekämpfung von Terrorismus und Drogenkriminalität zu tun. In welchem Verdacht steht eigentlich unsere Kanzlerin, wenn auch deren Handy abgehört wird? Ich glaube, hier wird es doch grotesk bei der Begründung. Und ich muss ganz klar sagen, von der Existenz und dem Umfang dieses Überwachungssystems wissen wir nur durch Edward Snowden. Das ist sein großes Verdienst. Er ist kein Krimineller, sondern will die Weltbevölkerung vor Kriminalität schützen. Und was wird er erreichen? Oder was hat er schon erreicht? Er hat eine andere Sensibilität erreicht. Und ich hoffe, dass sich vieles ändern wird. Und deshalb schulden wir Edward Snowden Dank. Es gibt einen sehr schönen Satz von Christa Wolf in Cassandra, in ihrem Roman. Da heißt es, es ist das alte Lied, dass wir lieber den bestrafen, der die Tat benennt, als den, der sie begeht. Und genau das muss sich ändern. Und genau das muss sich ändern. Und ich sage Ihnen auch, aufgrund der Veränderungen, die wir erlebt haben, schlage ich vor, Edward Snowden den Friedensnobelpreis zu verleihen. Er hat ihn verdient. Ja, ich sage Ihnen, er hat ihn verdient. Was wissen wir? Naja, ob die sich nach meinem Vorschlag richten, ist eine andere Frage. Aber vorschlagen darf ich doch noch oder darf ich das auch nicht mehr? Also, was wissen wir? Es haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der US- und der britischen Botschaft direkt hier im Regierungsviertel abgehört. Warum haben Sie nicht den Mut,
die Bundesregierung, der Außenminister, diese Personen, jeden Einzelnen zur Persona non grata zu erklären. Das sieht das Völkerrecht in einem solchen Falle vor. Dann müssen sie innerhalb einer bestimmten Frist Deutschlands verlassen. Und die US-Regierung und die britische Regierung weiß, wir dulden eine solche Vorgehensweise nicht. Das wäre doch wohl das Mindeste. Wir haben es also mit einem massenhaften Abhören der Bürgerinnen und Bürger bis zum Handy der Kanzlerin zu tun, aber auch der Unternehmen. Wir wissen, dass die britischen und amerikanischen Militärstützpunkte als Horchposten genutzt werden. Und wir wissen, dass es Industrie- und Wirtschaftsspionage mit Milliardenschäden für Unternehmen in unserem Land gibt. Nicht mal da werden Sie wach. Nicht mal da unternehmen Sie wirklich etwas, um das auszuschließen. Die Briten und Amerikaner zapfen Internetkabel an Knotenpunkten an zum Absaugen millionenfacher Daten. Und es ist schon gesagt worden, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Microsoft geben Daten an die Geheimdienste auf Anfrage. Und nun haben wir noch gehört, dass ihre Kombinationskonzerne auch noch die Server angezapft worden seien, ohne dass die Konzerne es wussten. Es wird immer abstruser. Und ich sage noch einmal, all das verdanken wir an Snowden. Er hat noch nie gelogen. Immer, was er gesagt hat, hat sich als wahr herausgestellt. Es gab immer eine Zusammenarbeit des BND mit britischen und amerikanischen Diensten. Der Datenaustausch war immer recht einseitig, mehr aus Deutschland dorthin als umgekehrt. Aber das war vor den Terroranschlägen vom 11. September so und danach. Es hat sich im Kern gar nicht geändert. Aber und der BND hat den britischen Geheimdienst mit modernster Spionagetechnologie beliefert. Und dann gab es ja schon mal einen Fall von Wirtschaftsspionage, das Programm Echelon. Und da gab es einen Untersuchungsausschuss der Europäischen Union. Und die haben dann festgestellt, dass es keinen Zweifel mehr an der Existenz eines globalen Kommunikationsabhörsystems geben kann, das von den USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Kanada betrieben wird. Also wieder die Five Eyes. Und es kann keinen Zweifel geben. Das haben die 2001 festgestellt. Jetzt haben wir 2013. Und es ist nichts geschehen. Und ich sage Ihnen auch, Herr Bundesminister Friedrich, ich muss es Ihnen sagen, Sie waren ja in den USA. Dann kamen Sie wieder und sagen, Sie sind jetzt vollständig aufgeklärt, ist alles in Ordnung. Ich muss Ihnen sagen, Sie haben sich einlullen lassen. Sie haben sich einlullen lassen. Oder haben die Ihnen erzählt, dass Sie gerade noch dabei sind, die Kanzlerin abzuhören? Und ich meine, und der Kanzleramtschef Poballa stellt sich dann hin und sagt, das Thema ist erledigt, ist alles erledigt. Wann haben Sie sich denn jetzt mal bei der Bevölkerung entschuldigt und gesagt, wir sind getäuscht worden, wir haben uns geirrt? Sie müssten sich doch wenigstens mal dafür entschuldigen, meine ich. Und ich will auch noch was sagen, was mir wichtig ist. Ich verstehe, dass die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland 1949 und danach ausspioniert haben. Es gab ein tiefes Misstrauen gegen unser Land. Aber wir haben nicht mehr 1949. Wir haben 2013. Inzwischen führen sie, wenn auch gegen unseren Willen, gemeinsam Kriege wie in Afghanistan. Und dann derartig ausspioniert zu werden, ist unverschämt und nicht hinnehmbar. Und dagegen muss man etwas tun und dagegen muss man sich wehren. Also ich habe schon gesagt, jetzt geht es um Aufklärung. Dazu brauchen wir Edward Snowden. Die Befragung in Russland, ich bitte Sie, das ist doch indiskutabel. Stellen Sie sich mal vor, wir befragen Snowden in Russland. Ja, Moment, ein Staatsanwalt oder Mitglied des Untersuchungsausschusses befragen Snowden in Russland. Dann macht er sich strafbar, indem er antwortet. Und dann sagen wir zu Putin, kümmere dich um seine Sicherheit. Na, sagen Sie mal, das ist doch wohl grotesk, kann ich nur sagen. Ich weiß gar nicht, seit wann Ihr Sicherheitsverhältnis so eng ist zu Putin. Die Bevölkerung hat einen Anspruch darauf und Sie haben recht. Herr Bundesminister, Sie sagen, wenn abgehört wurden Bürgerinnen und Bürger und die Kanzlerin, sind das Straftaten und das muss ermittelt werden. Wie wollen Sie das ermitteln ohne Snowden? Das geht ja überhaupt nur, wenn Sie den Zeugen Snowden hören. Und deshalb müssen wir ihm dann auch die Sicherheit gewähren. Ich sage das ganz klar. Deutschland ist erst dann souverän, wenn es Herrn Snowden anhört, schützt, ihm Asyl gewährt und seinen sicheren Aufenthalt organisiert. Dann ist Deutschland souverän. Vorher nicht. Und wenn Sie rufen, wie, dann sage ich Ihnen, wenn unsere Dienste nicht mal das können, dann sollen sie dicht machen. Das ist ja wohl das Mindeste, was wir gewährleisten können müssen. Aber jetzt komme ich zu der Frage, die ja auch interessant ist, wie das überhaupt alles rechtlich so läuft.
Also jetzt habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Wir hatten ja Pariser Verträge, die sind 1955 in Kraft getreten. Das hat der Adenauer gemacht, um seiner Bevölkerung zu sagen, das Besatzungsstatut ist aufgehoben worden. Das Problem war bloß, dass die Amis sagten, sie wollen aber gerne gleiche Rechte behalten. Und deshalb sind Geheimverträge abgeschlossen worden. Und ich hatte naiv erwartet, dass bei 2+4 die aufgehoben wurden. Die wurden aber nicht aufgehoben, weil nämlich nur alle Abkommen mit 4 Mächten aufgehoben wurden. Aber nicht mit 3 Mächten, nicht mit 2 Mächten, nicht mit einer Macht. Da waren zwar alles, was mit den Russen vereinbart war, raus, aber der Rest blieb. Und das geht nicht. Jetzt haben Sie erklärt, ja, im Sommer sind die für unwirksam erklärt worden. Wie eigentlich? Ich möchte gerne mal die Noten sehen. Was stand da eigentlich drin? Dann gab es neue Verwaltungsvereinbarungen. Also, ich komme noch mal drauf, das ist alles ein Wirrwarr, der gar nicht mehr zu erklären ist. Und ich finde, es muss, und dann vergessen Sie mal das Aufenthaltsabkommen und das NATO-Truppenstatut nicht. Da haben die auch Rechte, die fast an Besatzungszeit erinnern. Also, auch hier muss sich einiges ändern, kann ich nur sagen. Und deshalb sage ich, ich möchte jetzt eigentlich mal wissen, welche Verträge sind nun aufgehoben und welche gelten noch? Und was steht da drin? Und ich finde, die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf. Und ich möchte auch, dass eine andere Frage beantwortet wird. In Wiesbaden wird ja nun ein gigantisches Geheimdienstzentrum der NSA aufgebaut. Wer hat das eigentlich erlaubt? Von wem geht das eigentlich aus? Was sollen die dann da eigentlich betreiben? Auch hier hat doch die Bevölkerung einen Anspruch auf Informationen. Möglicherweise muss man den USA diesen Bau eben versagen. Ich kann nur sagen, es gibt noch etwas, was mich interessiert. Und Herr Bundesinnenminister, ich nenne Ihnen 4 Varianten, advokatisch, 4 Varianten. Also, was haben eigentlich unsere Dienste in Bezug auf diese Rechtsverletzung durch britische und amerikanische Dienste getrieben? Die erste Möglichkeit ist, Sie haben sie dabei unterstützt. Dann haben sie gegen das Grundgesetz verstoßen, sich an Straftaten beteiligt. Das müsste sehr ernsthafte Konsequenzen nachziehen. Die zweite Möglichkeit ist, Sie haben es nur gewusst, aber nicht unterstützt. Dann müssen Sie aber die Bundesregierung informiert haben. Wenn die Bundesregierung informiert war, aber nichts erklärt hat, dann haben Sie das Grundgesetz verletzt, dann haben Sie Ihren Amtseid verletzt und dann haben Sie großen Schaden angerichtet. Wenn die Dienste es gewusst haben und die Bundesregierung nicht informiert haben, dritte Variante, na dann haben die wieder eine so schwerwiegende Pflichtverletzung begangen, dass wir schon wieder über ihre Zukunft diskutieren müssen. Und dann gibt es noch eine 4. Möglichkeit, Sie haben es gar nicht gewusst. Aber dann sind Sie sowas von unfähig, dass man sie auflösen kann. Darauf darf ich doch mal hin. Und ich habe auch eine Frage. Gibt es denn Spionageabwehr nur gegen den Osten, nicht gegen den Westen? Dürfen wir Milliardenschäden zum Beispiel in der Wirtschaft zulassen, bloß weil wir uns nicht trauen, bei den USA eine Spionageabwehr zu organisieren? Auch das geht nicht. Also, es gibt immer 2 Einwände, die haben Sie auch benutzt. Der eine Einwand ist die Wertegemeinschaft und das andere ist die Freundschaft mit den USA. Es gibt gemeinsame Werte zwischen den USA und Deutschland, aber es gibt auch Kriege wie in Vietnam oder Afghanistan oder Irak. Es gibt den Militärputsch in Chile mit der Ermordung von Allende. Es gibt das Gefangenenlager Guantanamo, wo täglich Menschenrechte verletzt werden. Es gibt den Krieg mit Drohnen. Eine Wertegemeinschaft nutzt nichts, wenn man bei der Verletzung von Werten nicht deutliche Kritik übt. Und genau das machen Sie nicht. Ich bin kein Anti-Amerikanist, überhaupt nicht. Ich bin gerne in den USA, ich spreche dort gerne mit den Leuten. Aber eins sage ich Ihnen auch, Freundschaft, wie Sie sich vorstellen, gibt es nicht. Mit Duckmäusertum und Hasenfüßigkeit erreicht man keine Freundschaft, sondern das Gegenteil. Nur wenn wir eine gegenseitige Achtung, einen gegenseitigen Respekt herstellen, dann kann es eine wirkliche Freundschaft geben. Und dazu brauchen Sie den Mumm als Bundesregierung. Sie müssen der US-Regierung sagen, Schluss, aus, wir hören Snowden und wir schützen ihn. Und dann erst sind wir wirklich souverän. Und dann verhandelt mit uns bitte auf gleicher Augenhöhe. Und dann kriegen wir auch eine Freundschaft mit den USA hin. Was Sie machen, ist Duckmäusertum. Das kenne ich seit Jahrzehnten. Ich bin es sowas von leid. Haben Sie endlich mal, haben Sie endlich mal den Mumm. Ja, und genau so sind Sie hier auch. Ist doch nicht zu fassen, ist doch das. Haben Sie endlich mal den Mumm. Und deshalb sage ich Ihnen zum Schluss, wenn Sie nichts machen, was Sie gesagt haben, Herr Friedrich, ist ja, Sie verhandeln mit denen und die können. Wissen Sie, was Sie da eigentlich sagen? Sie sagen diesen 5 Ländern, macht ruhig weiter so. Von uns habt ihr nicht den geringsten Nachteil zu erwarten. Ich wiederhole, das verletzt schwer den Eid, den Sie geleistet haben, Schaden auch von unserer Bevölkerung abzuwenden.
Und ich möchte, dass Sie jetzt den Mumm haben, die Beziehung auf eine andere Grundlage zu stellen, auf die Grundlage der Gleichberechtigung. Das ist nicht zu viel und das ist nicht zu wenig verlangt. Und das muss die Weltmacht mit ihren Weltmachtallüren endlich begreifen, dass wir ein gleichberechtigter Partner sind und nicht jemand, mit dem man machen kann, was man will. Und dazu brauchen Sie eine grundsätzlich andere Haltung, Frau Bundeskanzlerin und Herr Friedrich. Die Meinung der Linksfraktion Gregor Gysi war das mit seiner engagierten Rede, die viel Beifall bekommt von Seiten der Linksfraktion. Die Bundesregierung ist hier doch ziemlich dargestellt worden. Auch vom nächsten Redner, Hans-Christian Ströbele, Bündnis 90 Die Grünen, kann sie sich keine Unterstützung erwarten. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe mal eine Frage, Frau Bundeskanzlerin. Haben Sie mal darüber nachgedacht, sich bei Edward Snowden zu bedanken? Immerhin haben Sie es ihm und seinen mutigen Enthüllungen zu verdanken, dass Ihr Handy wahrscheinlich derzeit nicht abgehört wird. Immerhin haben Sie ihm das zu verdanken, dass Sie mit dem US-Präsidenten telefonieren durften, konnten, Anlass hatten, ihm zu erklären, dass das gar nicht geht, und von dem Präsidenten die Zusicherung zu bekommen, jetzt und in Zukunft hören wir Sie nicht ab. Sind Sie überhaupt nicht dankbar? Wäre das nicht eine menschliche Geste hin zu Herrn Snowden, zu sagen, Dankeschön? Und warum reden Sie eigentlich heute hier nicht, Frau Bundeskanzlerin, warum reden Sie nicht, wo es um Ihr Handy geht, um Ihre Aufgaben des Schutzes der deutschen Bevölkerung vor Abhören, millionenfachen Abhören und Abfangen der Telekommunikationsbeziehungen? Warum ducken Sie sich weg und machen in Ihrer anderen Rede so eine kleine Andeutung und sitzen jetzt hier und hören sich das an? Das ist nicht mutig. Ich hatte was anderes von Ihnen erwartet. Und nun komme ich zu Herrn Friedrich. Den habe ich ja sowohl im PKG als auch dann immer wieder in der Presse erlebt. Herr Friedrich, Sie hätten sich auch hier mal hinstellen können und sagen, ich habe mich geirrt im August. Sie sind aus den USA zurückgekommen. Haben gesagt, alle Vorwürfe haben sich in Luft aufgelöst. Soll ich sie Ihnen vorlesen? In Luft aufgelöst. Ich habe dann immer geguckt, weil das war damals schon nicht richtig. Es war damals schon nicht richtig, und falsch war auch, was Herr Pofalla erklärt hat. Die Vorwürfe sind vom Tisch. Und falsch war auch, was ihm die NSA und deren General erklärt hat und ihren Präsidenten, nämlich, sie halten in Deutschland Gesetz und Recht ein. Das war falsch. Das war die Unwahrheit. Mich interessiert mal, was haben denn Ihre Emissäre, die Sie jetzt dahin geschickt haben, die Präsidenten der Geheimdienste, was haben die denn eigentlich Ihren Kollegen gesagt, dass sie so reingelegt worden sind, dass sie hier nach Deutschland gehen und sagen, es ist überhaupt nichts gewesen. Wir halten uns selbstverständlich an Gesetz und Recht. Und dann hören Sie, dass die Kanzlerin abgehört worden ist. In welchem deutschen Gesetz, in welchem deutschen Recht steht, dass man die Bundeskanzlerin abhören darf? Deshalb sage ich, und jetzt komme ich auf Ihre Rede heute, Herr Friedrich, Sie betonen immer, in Deutschland sind Millionen Deutsche nicht abgehört worden. Herr Friedrich, Sie wissen, ich stelle Ihnen immer wieder die Frage, was können Sie darüber sagen, wie viele Millionen Deutsche über ihre Telekommunikationsverbindungen, über die Internet, über die Server in den USA, über die Glasfaserknotenpunkte in Südengland, wie viele Deutsche sind da abgehört worden, ihre Telekommunikationsverbindungen gespeichert und ausgewertet worden? Sagen Sie doch mal was dazu. Waren es 1 Million? Waren es 20 Millionen? Waren es 50 Millionen? Waren es 80 Millionen? Und was ist denn da dran, dass in einem Monat, da haben Sie sich hierzu geäußert, aber das war das falsche Beispiel, dass in einem Monat über 400
Millionen Telekommunikationsverbindungen von Deutschen abgehört worden sind. Erklären Sie uns das doch mal, beantworten Sie die Frage. Sie gehen nämlich in die USA und stellen nicht mal konkrete Fragen. Sie schicken Fragenkataloge dahin. Und die sind bis heute, die Sie im Juni dahin geschickt haben, bis heute nicht beantwortet worden. Da ist eine einzige Frage, nämlich was man sich unter Prism vorzustellen hat, beantwortet. Sonst nichts. Was machen Sie denn da? Sagen Sie Ihren Kollegen, das nehme ich nicht länger hin. So könnt ihr mit nicht umgehen. So geht man mit Freunden nicht um. Nein, Sie machen überhaupt nichts, sondern sind devot in einem Maße, wie das einem deutschen Bundesinnenminister nicht würdig ist. Weil wir auch zu klären haben, jetzt nicht nur im Interesse der Kanzlerin, nicht nur im Interesse der deutschen Wirtschaft, sondern vor allem im Interesse der 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande. Es geht um deren Grundrechte, es geht um deren Freiheit der Kommunikation über Handy, über E-Mails, über Telefon. Um die geht es. Und deshalb, um das aufzuklären, brauchen wir eine parlamentarische Instanz, die das macht, weil Sie, die Bundesregierung, völlig versagt haben in diesem Bereich. Wir brauchen eine, und da wird ja der Kollege Grosse-Brömer wahrscheinlich gleich was zu sagen, wir brauchen eine besser ausgerüstete, besser dastehende PKG, parlamentarische Kontrollgremium. Da gibt es ja auch Einigkeit in einigen Punkten. Wir brauchen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der die Rechte hat, Zeugen zu befragen. Und wir brauchen, weil das ja stimmt, was Herr Steinmeier sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass General Alexander hier nach Deutschland kommt und aussagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass andere NSA-Leute nach Deutschland kommen und aussagen. Wir haben das in anderen Untersuchungsausschüssen probiert, die haben nicht mal geantwortet. Deshalb brauchen wir Edward Snowden, um hier in Deutschland aufklären zu können. In Deutschland vor einem deutschen Untersuchungsausschuss muss er die Möglichkeit haben. Und Herr Kollege Uhl, Sie haben ja immer wieder betont, was kann der denn uns schon sagen? Seine Dokumente sind doch unterwegs. Herr Snowden hat diese Dokumente ja nicht ohne Grund ausgewählt. Er kann uns sagen, in welchem Zusammenhang sie stehen. Er kann uns erklären, was sie bedeuten. Er kann uns die Interpretation geben. Wenn das kein klassischer Kronzeuge ist, dann kenne ich keine Kronzeugen. Der muss nach Deutschland kommen können, hier aussagen, vor der Justiz, beim Generalbundesanwalt, aber auch vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Es wird ja immer wieder gesagt, woher wissen wir denn, dass der die Wahrheit sagt? Das haben Sie ja zutreffend gesagt, Herr Kollege Steinmeier. Ich habe das genau verfolgt. Ich habe mir das auch noch mal angeguckt. Es sind verschiedene Dokumente, die er übrigens nicht aus Moskau schickt, sondern die er schon in Hongkong an Journalisten weitergegeben hat, und die veröffentlichen die jetzt. Alle Dokumente, alle, die er gegeben hat, sind bestätigt. Es gibt nicht ein einziges Dokument davon, wo auch nur die NSA bestreitet, dass die echt sind. Deshalb ist das ein Zeuge, den wir hier brauchen. Und ich sage Ihnen, dieses No-Spy-Abkommen, was Sie da vorbereiten, es kann doch nicht nur darum gehen, dass die Kanzlerin nicht abgehört wird und die deutsche Industrie nicht abgehört wird. Es geht um die 80 Millionen Deutschen, die nicht abgehört werden dürfen. Das heißt, ein No-Spy-Abkommen, was nur Sie schützt, was nur die deutsche Industrie schützt, das ist ja ganz schön, das sind wichtige Punkte. Ich will auch nicht, dass die Kanzlerin von der NSA abgehört wird. Aber es geht letztlich um die ganze deutsche Bevölkerung. Und lassen Sie mich abschließend sagen, so lange habe ich noch nie reden dürfen, aber ich hätte noch viel mehr zu sagen. Ich will Ihnen nur eins sagen. Wir, die hier diese Sitzung beantragt haben, die gesagt haben, das ganze Problem muss ins Plenum des Deutschen Bundestages. Und wir, die wir hier die Forderungen jetzt gestellt haben, wir, die wir die Forderungen auch aufgelistet haben in unserem Antrag, wir vertreten 60% der deutschen Bevölkerung hier. Und deshalb ist es notwendig und richtig, dass Sie unseren Verlangen nachkommen. Wir wollen unsere Aufgabe ernst nehmen. Wenn wir es nicht in der Regierung können, dann machen wir es in der Opposition hier im Bundestag. Unsere Aufgaben,
die Telekommunikationsbeziehungen der deutschen Bevölkerung wieder sicher zu machen, wenigstens es zu versuchen. Darum geht es uns, und deshalb haben wir heute diese Sitzung durchgeführt. Hans-Christian Ströbele, meine Damen und Herren, war das. Und er bekommt für seine Rede Applaus, nicht nur von seiner eigenen Fraktion, die wir hier im Bild sehen, sondern auch von der SPD und von den Linken. Ihm antworten wird jetzt für die CDU-CSU-Fraktion Michael Grosse-Brömer, der erste parlamentarische Geschäftsführer. Bei der Debatte ist, dass sie in erster Linie geprägt wird durch Empörung, Aufgeregtheit. Glauben Sie, dass irgendjemand in diesem Haus es gut findet, dass deutsche Staatsangehörige widerrechtlich abgehört werden? Glauben Sie, dass irgendjemand es gut findet, dass die Kanzlerin, sonstige Regierungsmitglieder abgehört werden? Zu der Debatte gehört nicht nur die Aufgeregtheit. Zu der Debatte gehört die Aufklärung, notwendige Forderungen, gemeinsames Handeln und im Übrigen auch Vorschläge, wie alles besser werden kann. Und dann ist es zu wenig zu sagen, was sollen denn internationale Abkommen, wenn Ihnen internationale Abkommen von Anfang an als unwirksam erscheinen, dann können Sie internationale Politik gleich sein lassen. Sondern die Debatte um NSA muss doch geprägt sein von Lösungsvorschlägen. Und da muss ich sagen, von Herrn Steinmeier abgesehen, waren Sie da relativ blank, auch insbesondere Sie, Herr Gysi. Wir haben seitens der Bundesregierung und insbesondere durch das Parlamentarische Kontrollgremium in den letzten Wochen und Monaten intensiv uns mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben klare Maßnahmen ergriffen. Es ist deklassifiziert worden, ein Deklassifizierungsprozess. Herr Ströbele, Sie wissen das ja alles, weil Sie auch dabei waren. Sich hier hinzustellen und sagen, es ist nicht passiert, ist definitiv falsch. Einfach eine falsche Behauptung. Und deswegen gehört zum Beispiel zur notwendigen Aufregung, zur notwendigen Sorge möglicher ungerechtfertigter Abhörmaßnahmen. Aber auch der Hinweis, dass uns gelungen ist, im Rahmen der Aufklärung auch darauf hinzuweisen, dass die zwischenzeitlich behauptete massenhafte Ausspähung deutscher Staatsangehöriger ganz konkret behauptet, so nicht stattgefunden hat. Wie behauptet? Sondern wenn Sie ehrlich sind, wissen Sie, dass wir es konkret überprüft haben, anhand einer Kodierung festgestellt haben, die Zusammenarbeit, die zwischen dem BND und der NSA in dem Fall angeblich stattgefunden hat, war eben ein Teil von Auslandsaufklärungen, hat nicht deutsche Staatsangehörige betroffen. Und sowas muss man zur nüchternen Analyse und zur Bewertung des Sachverhaltes eben auch sagen können und sich nicht nur aufregen. Ich will auch darauf hinweisen, dass wir doch gar nicht weit davon entfernt sind. Wir haben doch gesagt, wir können Herrn Snowden informatorisch befragen. Wir haben sogar als parlamentarisches Kontrollgremium übereinstimmend darauf hingewiesen, dass es eine Prüfung geben muss, ob Herr Snowden und was Herr Snowden denn noch zur Aufklärung beitragen kann, obwohl er auch nach Ihrer Auffassung ja gar keine Dokumente mehr hat. Und da müssen wir mal ganz klar sagen, wenn Sie den Zeugen Snowden ansprechen, dann ist der Generalbundesanwalt gefragt. Wird er ein Ermittlungsverfahren einleiten, dann brauchen wir auch Zeugen. Wenn wir kein Ermittlungsverfahren haben, werden wir auch keine Zeugen haben. Das muss ich Ihnen auch nicht erklären. Und deswegen ist es so, dass wir auch eins klar machen, und das gehört auch zu der Debatte. Tun Sie da bitte nicht so, weil es uns allen insgesamt auch nicht gut tut, wenn wir den übereinstimmenden Willen und den übereinstimmenden Wunsch haben, aufzuklären und für die Zukunft Lösungen anzubieten. Dann gehört zur Ehrlichkeit dazu, zu sagen, Abschöpfung von Daten im Ausland durch fremde Dienste werden wir weder im parlamentarischen Kontrollgremium noch durch welche Bundesregierung auch immer verhindern können. Ich weiß nicht, wie Sie denken, russischen Geheimdiensten vorschreiben zu können, was Sie tun, chinesischen oder womöglich den amerikanischen Geheimdiensten. Herr Kollege Grosse-Brömer, Herr Ströbele wollte gerne eine Zwischenfrage stellen. Herr Ströbele hat jetzt wie nach eigenem Bekunden so lange geredet wie seit langem nicht mehr. Ich möchte jetzt auch mal zusammenfassen hier. Und wir haben eins festzustellen. Ich habe mit Herrn Ströbele über dieses Thema im PKGR so viele Fragen, Debatten. Das müssen wir jetzt auch nicht alles noch offen machen. Ich denke, wir haben hier eins festzustellen, und das ist die nüchterne Analyse. Die Verhältnismäßigkeit beim Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel ist jedenfalls im Zusammenhang mit der NSA ein Stück weit verloren gegangen. Es mag an 9/11 liegen, es mag an einer Traumatisierung liegen.
Die Gründe können wir nur annehmen oder vermuten, aber wir müssen darüber nachdenken, wie wir es zumindest für Deutschland besser machen können. Und das, glaube ich, müssen wir ganz klar feststellen, der Einsatz von Diensten zum Schutz vor terroristischen Anschlägen, zur Verhinderung von schwerwiegender Kriminalität ist sinnvoll und erforderlich. Und jeder von uns weiß, dass wir auch durch Hinweise der amerikanischen Geheimdienste Anschläge in Deutschland verhindern konnten. Das gehört auch als Teil der Wahrheit zu dieser Debatte. Aber wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir es künftig verhindern, weil daran besteht auch kein Zweifel, das Abhören der Kanzlerin, das Abhören von Ministern, das Abhören von Bürgerinnen und Bürgern ohne konkreten Tatverdacht gehört sich eben nicht durch gar keinen Dienst und erst recht nicht durch den amerikanischen Geheimdienst in Deutschland. Und ich glaube auch, dass man klar darauf hinarbeiten muss, Vertrauen zurückzugewinnen. Vertrauen zurückzugewinnen, und diese Auffassung teile ich absolut mit der Bundesregierung, wir werden auch zukünftig auf die Zusammenarbeit mit den Amerikanern in vielfältiger Weise angewiesen sein. Das transatlantische Bündnis hat eine gewisse Bedeutung, das bestreitet selbst Herr Gysi nicht. Und wenn ich heute Zuschriften bekomme, erstens, nun muss man sich mal rigoros abnabeln von den Amerikanern, so ein bisschen mit der Gysischen Argumentation von vorhin. Der zweite sagt, naja, wir müssen den Amerikanern mal eine Lektion erteilen, wir können dieses Freihandelsabkommen auf keinen Fall abschließen. Der dritte meint, wir müssen auf jeden Fall, so wie Herr Gysi, Herrn Snowden, Asyl gewähren, damit wir mal verdeutlichen, wie unabhängig wir sind. Ich sage Ihnen, wenn Sie doch juristisch argumentieren, dann seien Sie doch auch konsequent. Wir haben die Vorschriften vom Asylrecht im Grundgesetz stehen. Und Sie finden keinen Grund für Herrn Snowden, hier Asyl zu bekommen, jedenfalls nicht nach der verfassungsrechtlichen Grundlage. Und jetzt können Sie darüber nachdenken, gibt es andere Möglichkeiten nach dem Aufenthaltsgesetz? Ja, kann man darüber nachdenken. Dann kommen Sie zu der Abwägung, die dann erforderlich ist. Ist es zum Schaden, ist es zum Nutzen Deutschlands? Da werden Sie, wenn ich das richtig gesehen habe, nee, ich bringe das jetzt mal eben zu Ende, dann werden Sie natürlich Ihre Argumentation haben und sagen, ja, das ist genau richtig für Deutschland, dadurch emanzipieren wir uns und dadurch kriegen wir ein ganz tolles Verhältnis zu den amerikanischen Staaten von Amerika. Ich habe da eine andere Auffassung. Ich halte keinen dieser drei Wege für richtig. Ich glaube, Verärgerung und Wut, verständlich, ist kein guter Ratgeber. Wir finden Lösungen nur zusammen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist jedenfalls unser Ansatz, um Missstände zu beheben. Reicht es nicht, die anderen zu beschimpfen, sondern gemeinsame Lösungen zu suchen. Und es ist gut, dass sich der Außenminister Kerry jetzt schon entschieden hat, eine Versöhnungsreise durchzuführen. Er wird ja dann auch in Deutschland ausreichend Zeit haben, sich hier aufzuhalten. Ich glaube, das ist das richtige Signal in dieser Debatte. Und ich will zum Abschluss noch mal eins sagen. Ich glaube, dass die intensiven Bemühungen der Bundesregierung richtig sind, sowohl was Datenschutz und Datensicherheit auf europäischer und internationaler Ebene betrifft. Dafür muss man sich weiter einsetzen. Dafür lohnt sich auch der Einsatz. Aber ich glaube, wir sollten uns auch als Parlamentarier beteiligen bei dem Versuch, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Und deswegen haben wir als Union im Parlamentarischen Kontrollgremium vorgeschlagen, und ich glaube, das trifft sogar auf die Zustimmung von Herrn Ströbele, dass wir uns mit den Kolleginnen und Kollegen im amerikanischen Senat, im Repräsentantenhaus zusammensetzen, insbesondere mit denen, die den amerikanischen Geheimdienst kontrollieren. Und dann kommen wir ein bisschen runter. Dann empören wir uns nicht nur, dann sind wir nicht nur aufgeregt, sondern dann arbeiten wir konkret an der Lösung. Und ich glaube, das ist der wesentlich sinnvollere Weg, nämlich daran zu arbeiten, dass wir besser werden, dass wir Skandale vermeiden und dass wir gemeinsam wieder gut zusammenarbeiten. Das ist der Punkt. Was die konkrete Umsetzung betrifft, haben meine Kollegen Dr. Krings, der wird ja gleich noch reden, und der Kollege Michael Kretschmer auch noch ganz klare Vorgaben erarbeitet, wie IT-Sicherheit, wie Datensicherheit, wie Sicherheitsforschung, wie Aufklärung, Transparenz stattfinden kann. Die werden dazu, jedenfalls der Kollege Krings, nachher noch was Deutliches sagen. Und deswegen, Herr Kollege Grosse-Brömer, gestatten Sie jetzt noch eine Zwischenfrage des Kollegen Becks. Des Kollegen wen? Des Kollegen Beck. Ja, bitte. Aber nur, weil meine Redezeit gerade zu Ende ist. Da wollte ich Ihnen ja die Möglichkeit verschaffen, noch etwas ausführlicher zu werden. Sie haben gerade die Forderung nach Aufnahme von Herrn Snowden mit dem Hinweis auf das Asylrecht
abgebügelt und gesagt, es gibt natürlich andere Möglichkeiten im Aufenthaltsgesetz. Ja, im § 22 Aufenthaltsgesetz gibt es die Möglichkeit, Einzelpersonen aus zwei Gründen aufzunehmen. Entweder, wenn es den politischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland entspricht oder es aus humanitären Gründen geboten ist. Würden Sie nicht sagen, dass es den politischen Interessen Deutschlands entsprach, dass wir die Informationen von Snowden über die Abhörpraxis der NSA gegen Staatsbürger und selbst die Regierungschefin der Bundesrepublik Deutschland gab? Und meinen Sie nicht auch, dass es ein humanitäres Gebot ist, dass, weil das Aufenthaltsrecht in Russland begrenzt ist und Russland eine Diktatur ist, dass wir als Land der Freiheit und Partner der Vereinigten Staaten sagen, in so einem Fall nehmen wir den auf? Und würden Sie bitte zur Kenntnis nehmen, dass man für diese Aufnahme sein kann und trotzdem Transatlantiker sein kann und sagt, wir verbinden gerade mit den Vereinigten Staaten die Wertegemeinschaft für Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und dass an diesem Punkt wir mit den Vereinigten Staaten in einem fachlichen Dissens sind, aber nicht in einem Dissens der Grundwerte und dass diese Grundwerte gerade eine solche Aufnahmeentscheidung der Bundesrepublik gebieten würden. Herr Grosse-Brömer. Beck, ich habe das versucht, vorhin schon ein Stück weit deutlich zu machen, aber gerne noch mal wiederholen. Sie müssen mir auch ein bisschen Mikrofon noch lassen, wenn das geht. Ich finde, es muss diese Abwägung geben, von der Sie gesprochen haben. Und zwar die Abwägung der Interessen von Herrn Snowden und der natürlich Deutschlands auch an der Aufrechterhaltung, an der Weiterentwicklung des transatlantischen Bündnisses. Das ist miteinander abzuwägen. Das ist vielleicht gar keine einfache Entscheidung. Weil ich gebe Ihnen mit einem recht, ich glaube, dass Herr Snowden eine wichtige Debatte angestoßen hat. Nämlich die Frage der künftigen Sicherheit, oder man kann das auch mit dem amerikanischen Präsidenten sagen, nicht alles, was technisch möglich ist, ist vielleicht auch technisch umzusetzen künftig. Da müssen wir uns noch einmischen, insbesondere was Deutschland betrifft, denn darüber hinausgehend sind wir ja schlecht zuständig. Aber meine Abwägung kommt zu einem anderen Ergebnis, das will ich Ihnen klar sagen. Weil mir ist noch nicht klar, in welcher Form Herr Snowden noch weitergehend Zeugenaussagen machen kann. Und ich glaube, dass die Fortentwicklung des transatlantischen Bündnisses auch genau ein wichtiger Punkt ist für die Bundesrepublik Deutschland und für deren Interessen. Und jenseits der Tatsache, dass Herr Snowden eine wichtige Debatte angestoßen hat, hat Herr Snowden auch massiv gegen strafrechtliche Vorschriften in seinem Land verstoßen. Und das gehört zur Gesamtbewertung hinzu. Deswegen lassen Sie mich das so sagen, das ist vielleicht keine einfache Entscheidung. Auch eine, die man auch nur mit längerem Nachdenken sicherlich für sich entscheiden kann. Und da setzt man unterschiedliche Interessen vielleicht voran. Ich glaube, dass eine Abwägung dazu führt, dass wir aus übergeordneten Interessen Herrn Snowden in Deutschland nicht aufnehmen sollten. Und deswegen will ich zum Abschluss sagen, wir haben eine gemeinsame politische Herausforderung in puncto Datensicherheit und Schutz der Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Und deswegen glaube ich, dass Herr Steinmeier vom Völkerrecht im Netz gut gesprochen hat. Das sind neue Herausforderungen, um die wir uns kümmern müssen, aber eben national. Und wir sollten nicht so tun, als könnten wir weltweit den agierenden Geheimdiensten vorschreiben, wie die sich verhalten. Man kann das bedauern. Es ist aber so, wir haben insgesamt dafür zu sorgen, dass die richtige Balance zwischen Sicherheit und Freiheit bei den Geheimdiensten und beim Abhören gewährleistet wird. Wir sollten unseren Beitrag dazu leisten, vorrangig im parlamentarischen Kontrollgremium. Herzlichen Dank. Michael Grosse-Brömer war das, der erste parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Auch der nächste Redner, Thomas Oppermann, nämlich ist erster parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion der SPD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, seit den ersten Enthüllungen, seit den ersten Berichten über Dokumente von Edward Snowden im Juni hören wir jetzt fast im Wochenrhythmus von neuen Enthüllungen. Zuletzt war es ein Bericht der Süddeutschen Zeitung, in dem beschrieben wurde, wie unsere Sicherheitsbehörden mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, mit dem deutschen Tochterunternehmen der Computer Sciences Corporation. Und dieser Bericht, finde ich, offenbart ein grundlegendes Problem. Denn wenn es zutreffen sollte, dass die CSC Teil
jenes nachrichtendienstlich-industriellen Komplexes ist, also jenes Geflechtes von Geheimdiensten und Technologiefirmen in den USA mit mehreren 10.000 Beschäftigten, dann müssen wir uns heute fragen, ob wir etwas falsch machen, wenn wir solche Unternehmen daran beteiligen, Staatstrojaner zu testen oder die verschlüsselte Kommunikation in Regierungsnetzen zu entwickeln. Solange wir kein rechtlich verbindliches Abkommen über den Schutz vor Spionage haben, gehören solche Aufträge auf den Prüfstand. Unser Land hat in einem gemeinsamen Kraftakt von Wirtschaft, Bund und Ländern das Lissabon-Ziel von 3% Forschung und Entwicklung erreicht. Wir geben 75 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung in jedem Jahr aus. Das ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass wir auf vielen Teilmärkten die Technologieführerschaft haben. Das ist die wichtigste Voraussetzung für unsere Exporterfolge. Aber was nützt das alles, wenn hart erarbeitete Wissens- oder Technologievorsprünge für die Wettbewerber und Konkurrenten mehr oder weniger offen einsehbar sind oder leicht ausgekundschaftet werden können? Unsere Unternehmen erleiden Milliardenverluste durch Industriespionage. Wir können sie nicht effektiv genug davor schützen. Deshalb müssen wir auch nachdenken über die Rückgewinnung, mindestens über die partielle Wiederherstellung technologischer Souveränität. Das bedeutet sichere Netze, sichere Kommunikation, Verschlüsselung und weitere Vorsorge. Das bedeutet vor allen Dingen mehr Forschung und Entwicklung in diesem Bereich. Aber wir können damit nur die Kernbereiche unserer Unternehmen schützen. Frank-Walter Steinmeier hat zu Recht darauf hingewiesen, dass sie alle international verzweigt und verflochten sind. Aber das müssen wir tun. Da sollte die NSA-Affäre schon ein absoluter Weckruf für alle sein. Wir müssen ja nicht dümmer sein, als die Polizei erlaubt. Ich finde es richtig, dass die Bundesregierung jetzt ein Antispionageabkommen mit den USA verhandelt. Ein solches Abkommen darf sich aber nicht auf den Schutz von Regierungen und Unternehmen beschränken, sondern es muss auch der Überwachung der privaten Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger klare Schranken setzen. Wir wissen bis heute nicht, auch wenn das zwischenzeitlich mal anders gesehen wurde, wir wissen bis heute nicht, in welchem Umfang durch Programme wie PRISM die NSA private Kommunikation deutscher Staatsbürger überwacht. Im Sommer hatte die NSA gegenüber der Bundesregierung versichert, es gebe keine massenhafte Ausspähung deutscher Bürger. Aber die NSA hat auch versichert, sie halte sich in Deutschland an deutsches Recht. Und spätestens seit dem Lauschangriff auf die Bundeskanzlerin wissen wir, dass das nicht stimmt. Und warum sollten die Vertreter der NSA der deutschen Regierung die Wahrheit sagen, wenn sie zugleich den eigenen Kongressabgeordneten über das Ausmaß der Überwachung nach dem Patriot Act in den USA mehrfach die Unwahrheit gesagt haben? Ich finde, es war grenzenlos naiv, das alles zu glauben. Das Vertrauen ist in der Tat tief gestört. Es kann nur durch Aufklärung und durch Vereinbarung klarer, verbindlicher Regeln wiederhergestellt werden. Die Aufklärung müssen, finde ich, zuerst unsere amerikanischen Partner leisten. Denn wir können doch nicht allein auf die Dokumente von Edward Snowden verwiesen werden. Das wäre doch etwas seltsam. Kollege Oppermann, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Liebig? Ja, bitte. Herr Kollege Oppermann, Sie haben eben gesagt, dass Sie die Verhandlung eines No-Spy-Abkommens im Grundsatz gut finden. Nun habe ich den Medien entnommen, dass diejenigen, die dort verhandeln, die Chefs der Geheimdienste sind. Finden Sie es nicht ein bisschen absurd, dass die Chefs von NSA und BND miteinander darüber verhandeln, wie künftig nicht mehr gespitzelt werden soll? Also ich nenne dieses geplante Abkommen lieber Antispionageabkommen, weil ich dann weiß, was damit gemeint ist. Das wird im Augenblick zwischen der Bundesregierung und dem Weißen Haus verhandelt. Wenn es am Ende nur
ein Stillhalteabkommen zwischen zwei Geheimdiensten wäre, wäre mir das entschieden zu wenig. Ich finde, es muss ein Regierungsabkommen werden, es muss rechtsverbindlich sein und die Menschen in diesem Lande müssen, wenn neues Vertrauen entstehen soll, sich auf so etwas auch verlassen können. Wir sollten die Aufklärung trotz allem nicht allein den Regierungen zu überlassen, sondern auch auf die Zusammenarbeit der Parlamente setzen. Ich finde es ausgesprochen ermutigend, dass viele Kongressabgeordnete die Kritik an der ausgeuferten NSA-Überwachung teilen. Dianne Feinstein, die Vorsitzende des Geheimdienstuntersuchungsausschusses im Senat, lehnt die Abhörmaßnahmen gegen Politiker von US-Verbündeten kategorisch ab und fordert die vollständige Unterrichtung der Mitglieder des Geheimdienstausschusses im Senat. Viele Abgeordnete beider Fraktionen und in beiden Häusern zweifeln daran, dass der NSA-Komplex politisch noch steuerbar oder demokratisch noch kontrollierbar ist. Ich finde, dass der Bundestag und der US-Kongress in dieser Frage einen intensiven Austausch betreiben sollten. Denn wir dürfen nicht zulassen, dass die ausgeuferte Überwachungspraxis der NSA Deutschland und Amerika spaltet. Die USA sind unser wichtigster Bündnispartner. Nicht nur, aber besonders, wenn es um den Schutz unserer Soldaten in Afghanistan oder um den Schutz vor Terroranschlägen in Deutschland geht. Wir sind auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit angewiesen. Mit vertrauensvoller Zusammenarbeit ist aber nicht vereinbar, wenn wir von unseren engsten Verbündeten ausspioniert werden. Ich finde, das ist auch eine Frage des wechselseitigen Respekts souveräner Partner, die zwischen Freund und Feind, zwischen Recht und Unrecht unterscheiden können. Aber, Herr Gysi, Sie haben die Souveränität angesprochen. Da habe ich mich natürlich gefragt, was haben Sie eigentlich für einen Souveränitätsbegriff, als Sie sich hier hingestellt haben und gesagt haben, Deutschland ist erst dann souverän, wenn wir Edward Snowden hierher holen und als Zeugen befragen. Der Souveränitätsbegriff, der Ihnen da zugrunde gelegen hat, der erinnert mich aber mehr an Carl Schmitt. Souverän ist, wer Mutproben gewinnt. Souverän ist, wer den Ausnahmezustand beherrscht. Das ist nicht der Souveränitätsbegriff unseres demokratischen Staates, sondern der Souveränitätsbegriff unseres Staates. Souverän ist nach demokratischem Verständnis, wer aus eigenem Recht Gesetze geben oder aufheben kann. Und souverän ist ein demokratischer Staat, wenn er verantwortlich und klug handelt, wenn er abwägen kann die verschiedenen Interessen. Souverän ist nicht ein Staat, der einseitige Entscheidungen trifft. Das ist Unilateralismus, Herr Gysi. Das kommt Ihnen vielleicht bekannt vor aus früheren Zeiten, hat aber mit der Debatte, die wir heute führen, gar nichts zu tun. Wir haben doch drei Ziele gleichzeitig zu verwirklichen, Herr Gysi. Erstens geht es darum, dass wir die Ausspähungen aufklären und die schrankenlose Überwachung durch US-Geheimdienste beenden. Zweitens geht es darum, dass wir die Partnerschaft mit den USA intakt halten. Wir dürfen sie nicht preisgeben, sondern wir müssen sie wieder zurückführen auf jene Wertebasis, auf der sie gegründet worden ist, nämlich Demokratie, Freiheit, Herrschaft des Rechts, die mit schrankenloser Überwachung der Privatsphäre unvereinbar sind. Und drittens geht es um eine humanitäre Lösung für Edward Snowden, nicht um eine einseitig entschiedene Lösung. Herr Gysi, wir hatten auch mit dem Vertreter Ihrer Partei im parlamentarischen Kontrollgremium eine sehr, sehr nachdenkliche Diskussion, nachdem uns Herr Ströbele über das Gespräch mit Herrn Snowden in Moskau informiert hatte. Und wir waren uns darüber einig am Ende, dass dies nicht im Zuge einer Mutprobe entschieden werden kann, dass damit übrigens auch Edward Snowden gar nicht gedient ist, sondern dem ist wahrscheinlich nur gedient mit einer verhandelten Lösung. Und ich würde sagen, ein demokratischer Staat, der in Partnerschaft mit anderen lebt, der entscheidet nicht einseitig über bestimmte Fragen, sondern der sucht erstens Verhandlungen und er sucht sie in den Formen des Rechts.
Es geht darum, diesen Konflikt politisch und rechtlich und nicht durch einseitige Entscheidungen zu bewältigen. Vielen Dank. Die Rede von Thomas Oppermann war das dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Konstantin von Notz, Bündnis 90, die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man Sie hier so reden hört, Herr Grosse-Brömer, Herr Friedrich, wenn man Sie hier so reden hört zu Ihren Aufklärungsbemühungen dieses größten Datenschutz- und Geheimdienstskandals aller Zeiten, Sie können es nicht vernebeln. Sie haben nach einem halben Jahr nichts vorzuweisen. Sie stehen hier mit völlig leeren Händen, meine Damen und Herren. Sie haben mehrere Reisen in die USA unternommen, Herr Friedrich, oder unternehmen lassen. Rausgekommen ist gar nichts, gar nichts. Zuletzt haben Sie den Bock zum Gärtner gemacht und Geheimdienstler mit Geheimdienstlern Geheimes geheim besprechen lassen. Und auch die sind dann zurückgekommen und haben keine Ergebnisse mitgebracht. Sie verstehen offensichtlich nicht, was nach diesem Skandal am wichtigsten ist, nämlich Transparenz. Transparenz um das verloren gegangene Vertrauen in die wichtigste Kommunikationsstruktur unserer Zeit zurückzugewinnen. Wer diese bisherigen Bemühungen, Herr Friedrich, als Erfolg feiert, der dokumentiert seinen Unwillen und seine Unfähigkeit, überhaupt Konsequenzen aus diesem Skandal zu ziehen, meine Damen und Herren. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Peter Schaar, wohnt übrigens dieser Debatte bei. Und er mahnt in seiner Stellungnahme, die auch Grundlage unserer heutigen Debatte an, wie notwendig angesichts der fundamentalen Grundrechtsbedrohung die Aufklärung ist. Die Aufklärung. Und von Ihnen kommt nichts dazu, Herr Friedrich. Nach all den Monaten nichts. Eine schwurbelige Rede. Ich sage Ihnen mal, welche Fragen sich stellen. Welche Rolle spielen deutsche Geheimdienste im internationalen Datenaustauschring? Sie haben ja selbst erzählt, dass wir selbst Millionen von Daten weitergeben. Das ist ein zusammenhängendes System. Das ist doch jedem normal denkenden Menschen offensichtlich. Da klären Sie nichts auf. Sie fixieren die Diskussion auf die NSA und die USA. Ja, das sage ich auch mal zum Vorwurf des Anti-Amerikanismus. Ja, wer redet denn von einer digitalen Besatzungsmacht? Das ist doch Ihr Kollege hier von der Union, Herr Uhl. Ja, wie anti-amerikanisch kann es werden? Was ist denn mit den anderen Geheimdiensten? Was ist denn mit den anderen Geheimdiensten? Was ist mit dem britischen Geheimdienst? Deren Aktivitäten sind keinen Deut unproblematischer. Warum, Frau Bundeskanzlerin, hat die Spionageabwehr bei Ihrem Handy so massiv versagt? Und dann kann man sich ja hier im Raum die Frage mal locker stellen, auch hier bei der Regierungsbank, wessen Telefon wird eigentlich noch abgehört? Ja, dazu haben wir nichts von Ihnen gehört. Und was tun Sie aktiv, um die Grundrechte, auch nicht ganz unwesentlich, der Menschen in diesem Land und die Integrität der Daten von Wirtschaftsunternehmen zu schützen? All das sind gravierende Fragen. Und bei denen sind Sie völlig blank. Das merkt man auch in dieser Debatte heute nur allzu deutlich. Und das nach 6 Monaten ist ein Skandal. Und deswegen brauchen wir den Untersuchungsausschuss, meine Damen und Herren. Und eines ist doch auch völlig klar. Die parlamentarische Kontrolle hat versagt. Wir brauchen auch hier eine Reform von G10 bis PKG. Der Bundesinnenminister, Herr Friedrich, Sie haben hier eben versucht, das mit der Anerkennung der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen zu verschwurbeln. Das hilft doch niemandem. Es ist ein strukturelles Problem. Und das sagt übrigens auch der Bundesdatenschutzbeauftragte in seinem Bericht. Wir müssen als Abgeordnete uns auch mit den Parlamentariern, das wurde hier gesagt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, in den USA zusammensetzen, die eine schärfere Kontrolle wollen. Und wir müssen als Parlament, als Abgeordnete die Kontrolle der Geheimdienste wieder auf die Füße stellen. Wir sind diejenigen, die kontrollieren, meine Damen und Herren. Herr Kollege Notz, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Dass das Problem hier so aufschlägt heute, das ist auch eine Konsequenz aus den Versäumnissen Ihrer Politik in den letzten Jahren. Ja, Ihre Sabotage der Frage, was können wir für besseren Datenschutz tun? Wer hat denn die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verunmöglicht? Das waren Sie noch in der letzten Bundestagssitzung und jetzt stehen Sie schlecht und blamiert da. Die ganzen IT-Großprojekte der letzten Jahre, N-Perso, DE-Mail, Gesundheitskarte, alles ist diskreditiert. Und Ihre Antwort ist, Herr Friedrich, Ihre Antwort ist ein Cyberabwehrzentrum,
ein Zentrum für Cyberabwehr und dem setzen Sie jetzt noch ein Zentrum für Cybersicherheit entgegen. Herr Kollege Notz. Ich gratuliere. Wenn das alles ist, wenn das das ist, was Sie hier die nächsten 4 Jahre liefern wollen, dann kann einem nur Angst und Bange um die Grundrechte in diesem Land werden. Ganz herzlichen Dank. Konstantin von Notz war das, Bündnis 90, die Grünen. Nächster Redner ist jetzt Günter Krings, CDU/CSU. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben zumindest in der letzten Rede einen bemerkenswerten Vorgang erlebt. Man kann auch Oppositionsreflexe schon entwickeln, bevor die Regierung überhaupt gebildet ist. Also das haben Sie jedenfalls gezeigt. Ich weiß nicht, ob wir damit der Ernsthaftigkeit und der Bedeutung der Debatte gerecht werden, mit einer Aneinanderreihung von Vorwürfen, von teilweise unhaltbaren Behauptungen. Datensicherheit, meine Damen und Herren, ist unbestritten eines der Kernelemente moderner Sicherheitspolitik jedes souveränen Staates. Und die Gewährleistung von Sicherheit insgesamt ist natürlich das wichtigste Fundament des Staates. Investitionen in Sicherheit und damit auch Investitionen in Datensicherheit mögen dann auch in den kommenden Bundeshaushalten manchmal weniger populär sein als Investitionen etwa in Bildung oder Soziales, aber sie sind sicherlich nicht weniger wichtig. Und weil die Sicherheit unserer Daten eben untrennbarer Teil der Staatsaufgabe Sicherheit überhaupt ist, sind wir der Überzeugung, dass hier amerikanische Nachrichtendienste über jedes verantwortbare Maß hinaus tätig geworden sind, meine Damen und Herren. Die Verantwortlichen des NSA haben mit einem gigantischen Datenstaubsauger schlichtweg unentschuldbare Fehler gemacht. Aber, meine Damen und Herren, zur Ehrlichkeit gehört auch, den Gefahren des Terrorismus können wir im 21. Jahrhundert nicht mit der massiven physischen Polizeipräsenz alleine entgegenwirken, sondern die effektive Antwort auf Terrorstrukturen, auch auf bestimmte Formen der organisierten Schwerstkriminalität, die können wir nur geben, wenn wir Informationen erlangen, wenn wir über solche Netzwerke und Gruppen Informationen erfahren, um Anschläge zu verhindern und diese Netzwerke zu zerschlagen. Das Problem ist daher natürlich nicht, dass überhaupt Daten zur Terror- und Kriminalitätsbekämpfung erhoben werden, sondern die Frage ist, in welchem Umfange, mit welchen Methoden und auf welcher rechtsstaatlicher Grundlage das geschieht, meine Damen und Herren. Die Grenzen der Verhältnismäßigkeit sind selbst im Kampf gegen den Terror einzuhalten, meine Damen und Herren. Die deutsche und europäische Antwort muss sein, die richtige Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zu finden. Es dürfte nämlich auch die Amerikaner wenig beeindrucken, wenn wir sie wegen der NSA-Affäre vollkommen berechtigt kritisieren, aber dann zugleich in Deutschland, in Europa unsere eigenen Abwehrmöglichkeiten so verkümmern lassen, dass wir immer dann, wenn es ernst wird, um Daten und Erkenntnisse aus den US-Programmen dann bitten müssen. Die Angewiesenheit auf US-Geheimdiensterkenntnisse ist nämlich sehr real, auch in der Vergangenheit schon gewesen. Ich nenne als Beispiel nur die Sauerland-Gruppe, die monströse Anschlagspläne verfolgt hat und die ohne US-Hilfe nicht hätte aufgeklärt werden können. Deutschland, ja die ganze Europäische Union, muss jetzt beweisen, dass sich eben beides miteinander verbinden lässt. Ein tauglicher Radarschirm gegenüber dem internationalen Terrorismus, aber eben auf einem datenschutzrechtlichen und rechtsstaatlich hohen Niveau, meine Damen und Herren. Das heißt zum Beispiel auch, dass das sogenannte SWIFT-Abkommen mit den USA zur Ermittlung von Bankdaten auf den Prüfstand gehört. Aber auf der Grundlage dieses Abkommens haben die US-Behörden in den letzten Jahren sage und schreibe 1.700 Gefährdungsberichte alleine an die Staaten der Europäischen Union gesandt, mit wertvollen, unverzichtbaren Erkenntnissen zur Terrorabwehr. Und wir können deshalb auch ein solches Abkommen erst neu verhandeln, nachdem wir in der Europäischen Union ein eigenes, dann natürlich datenschutzfreundliches europäisches Informationssystem für Finanztransaktionen eingeführt haben. Dazu, meine Damen und Herren, fehlt uns bislang aber leider der Mut. Wir können nicht beides tun, die amerikanische Hilfe ausschlagen und zugleich nicht in der Lage sein, eigene Instrumente auf höherem Niveau dann einzuführen. Wenn wir bestimmte amerikanische Radarschirme zur Terrorismusbekämpfung nicht mehr uneingeschränkt nutzen wollen, dann darf die Alternative eben nicht der sicherheitspolitische Blindflug sein, meine Damen und Herren. Unsere Aufgabe in Deutschland und Europa ist die Rückgewinnung der digitalen Souveränität.
über den Umgang mit unseren Daten. Dazu müssen wir nicht nur rechtliche, sondern eben rechtliche und technische Vorkehrungen und Strategien entwickeln. Vielleicht ein paar Stichworte zum Bereich der Technik. Eine bessere IT-Sicherheit führt auch zu mehr Datensicherheit. Es gibt technische Lösungen, die den Datenverkehr nicht vollkommen schützen, aber eben weniger anfällig für das Ausspähen machen. Dazu gehört ganz praktisch, Möglichkeiten zu schaffen, dass zum Beispiel eine E-Mail, die von Köln nach Düsseldorf gesendet wird, nicht länger zwingend über andere Länder oder Kontinente geleitet werden muss. Es geht hier nicht darum, ein abgeschirmtes nationales oder europäisches Netz aufzubauen. Sinnvoll erscheint es aber, zunächst in Europa einen Verbund von Ländern zu bilden, die sich auf ein ähnlich hohes Niveau der Datensicherheit einigen. In einem solchen Schengen-Raum im Netz würden wir dann einen gemeinsamen Sicherheitsstandard nach innen und die gemeinsame Gefahrenabwehr nach außen organisieren. Dazu gehört auch zum technischen Bereich die schleunigste Verabschiedung eines IT-Sicherheitsgesetzes. Es gibt bisher eine hohe Dunkelziffer von nicht gemeldeten Hackerangriffen. Sogar der überwiegende Teil wird nicht gemeldet von der Industrie. Man hat offenbar Angst vor schlechter Publicity. Aber damit fördert man weitere Angriffe. Man verhindert auch, dass Behörden und Unternehmen sich vor künftigen Angriffen schützen. Dem müssen wir ein Ende machen. Wir brauchen deshalb unter anderem eine Meldepflicht bei solchen Angriffen. Das Gleiche gilt für einen höheren Mindeststandard bei wichtigen Infrastrukturen, Energie, Wasserversorgung. Auch hier müssen wir und können wir mehr tun. Meine Damen und Herren, flankiert werden muss aber die technische Ertüchtigung eben auch mit rechtlichen Maßnahmen. Eine wurde eben genannt, die EU-Datenschutzverantwortung, die brauchen wir als Datenschutzgrundgesetz Europas. Was nutzt es einem Bundesbürger, wenn wir in Deutschland zwar ein hohes Datenschutzniveau haben, aber dieses nicht mehr greift, wenn wir auch nur eine innereuropäische Grenze überschreiten oder unsere Daten auch nur eine innereuropäische Grenze überschreiten? Europa hat mit 500 Millionen Bürgern die Marktmacht, auch globale Standards zu setzen, Datensicherheit auch zum Exportschlager zu machen. Und es ist richtig, die Arbeit der NSA hat transatlantisches Vertrauen beschädigt. Und zwischen modernen Staaten ist das probate Mittel zur Wiederherstellung von Vertrauen insbesondere das Völkerrecht. Es ist deshalb richtig, dass derzeit ein Antispionageabkommen mit den USA verhandelt wird und hoffentlich auch bald zum Abschluss gebracht werden kann. Denn zwischen zwei souveränen Staaten gibt es auf diesem Feld eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man spioniert sich gegenseitig aus oder man verzichtet wechselseitig auf Spionage. Die zweite Variante ist mir deutlich lieber, meine Damen und Herren. Ich will zum Schluss auch noch mal deutlich machen, dass wir insgesamt bei allem Ärger nicht den Boden des Rechts im Umgang mit dieser Geschichte verlassen dürfen. Unsere Antwort auf die Ausspähung deutscher Daten sollte auf dem Boden unserer nationalen und der internationalen Rechtsordnung stehen. Und anhand dieses ganz simplen Maßstabes lassen sich auch ganz kurz und klar die Ideen beantworten, Edward Snowden etwa Asyl in Deutschland zu geben. Das Asylgrundrecht, meine Damen und Herren, ist kein fürstliches Privileg, das die Bundesregierung, das der Bundestag nach Gutdünken verteilen darf. Das Asylgrundrecht ist ein Recht mit einem geordneten, klaren rechtlichen Tatbestand. Edward Snowden, bei allem Mut, den man ihm zusprechen muss, ist nicht politisch verfolgt, sondern er wird juristisch belangt. Das ist ein Unterschied. Und strafrechtliche Ermittlungen eines Rechtsstaates sind ganz offensichtlich nicht geeignet, eine politische Verfolgung zu begründen. Übrigens würde auch unsere Strafjustiz in einem vergleichbaren Fall in solchen Fällen wegen Hoch- oder Landesverrat oder Geheimnisverrat ermitteln müssen. Und es ist schwer einzusehen, warum wir bei Tausenden von Flüchtlingen natürlich sehr genau prüfen, ob Asylgründe vorliegen, den Fall Snowden aber dann ungeprüft durchwinken sollten, nur weil er inzwischen eine Medienberühmtheit geworden ist. Meine Damen und Herren, natürlich verdanken wir Edward Snowden interessante Hinweise auf die Spionagetätigkeit der NSA. Aber Kennzeichen eines Rechtsstaates ist es eben, dass der gute Zweck eben nicht jedes Mittel heiligt. Unser Auslieferungsabkommen mit den USA gilt. Es gilt auch im Fall Snowden. Es ist eine große Errungenschaft der modernen internationalen Rechtsordnung, dass die Rechts- und Strafverfolgung immer weniger an nationalen Grenzen Halt machen muss. Und es wäre unseres Rechtsstaates unwürdig, würden wir im Stile von Winkeladvokaten in diesem Auslieferungsabkommen irgendwelche Schlupflöcher suchen, meine Damen und Herren. Herr Kollege Krings, lassen Sie eine Zwischenfrage zu vom Kollegen Ströbele. Da ich auch keine Redezeit mehr habe, ist das eine willkommene Verlängerung. Bitte schön.
Ja, Herr Kollege, danke, dass ich fragen darf. Freue ich mich immer. Ist Ihnen bekannt, dass sowohl in Deutschland, möchte nicht sagen tägliche, aber sagen wir mal, monatliche Rechtspraxis und genauso auch in den USA ist, dass man selbst bei Begehung schwerer Straftaten die Möglichkeit hat, von der Bestrafung ganz abzusehen oder die Strafe jedenfalls ganz wesentlich, die Strafverfolgung ganz wesentlich zu vermindern, wenn diese Person, der man Straftaten vorwirft, sich bei der Aufklärung, insbesondere bei der Aufklärung anderer Straftaten, bei der Aufklärung von in hohem öffentlichen Interesse liegenden Sachverhalten verdient gemacht hat. Nehmen wir mal diese bei der Union ja etwas umstrittene Praxis, dass man den Leuten, die aus der Schweiz die Steuerdaten von deutschen Steuerflüchtlingen liefern, dass man denen nicht nur die keiner Bestrafung zuführt, sondern dass man denen auch 1 Million Euro gibt und ihnen ein Leben zusichert, wo sie Schutz haben, wo sie eine neue Identität haben, wo sie sogar, ich kenne auch einen Fall, wo einem ganzer Bauernhof übereignet worden ist, damit er eine Existenzgrundlage hat. Ist Ihnen das bekannt? Und meinen Sie nicht, dass das, was Herr Snowden weltweit an Verdiensten erworben hat, das geht ja nicht nur um Deutschland und nicht nur um die Kanzlerin, es geht um Frankreich, es geht um Italien, es geht um den Papst, es geht um Brasilien, es geht um Mexiko. Überall haben die doch dasselbe Problem. Die Präsidentin Brasiliens hat einen Besuch in den USA abgesagt, weil sie und ihre Regierung auch ausspioniert worden sind. Auch das hat Edward Snowden berichtet. Also meinen Sie nicht, dass eine Güterabwägung, wie sie bei der Justiz und beim Staat immer üblich ist, dass das auch bei Snowden durchgeführt werden müsste und deshalb er hier als Zeuge herholen kann und dass er nicht bestraft werden soll? Lieber Kollege Ströbele, dass einem Whistleblower einmal ein Bauernhof geschenkt worden ist, das war mir bisher in der Tat nicht bekannt. Von mir aus können Sie auch gerne sitzen bleiben, aber ich glaube, üblich ist es im Stehen, das anzuhören. Das ist schon in Ordnung. Also das mit dem Bauernhof, das ist in der Tat eine neue Information für mich, eine ganz nette Arabeske. Die Strafprozessordnung und die Möglichkeiten sind mir sehr wohl bekannt. Es geht aber hier nicht um den Strafanspruch des deutschen Staates, auch nicht um Steuerstrafsachen. Da könnte man lange drüber sprechen. Wir als Union hatten hier ganz andere, rechtsstaatskonformere Dinge vorgeschlagen. Hier geht es um einen Strafanspruch der Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich habe es eben verglichen. Es wäre auch durchaus denkbar in einem anderen Fall, wo es um einen Strafanspruch unseres Landes gegenüber einem Spion, ein Mitarbeiter vielleicht geht, der in ein anderes Land hineingegangen ist. Übrigens hat dieser Edward Snowden nicht nur interessante Schriftstücke zur Ausspähung mitgenommen, sondern man hört auch, er hat auch Listen von Geheimagenten mit Klarnamen mitgenommen. Ob das alles so wenig sicherheitsrelevant ist, das möchte ich mal wirklich sehr bezweifeln. Also die Figur Edward Snowden ist wahrscheinlich etwas vielschichtiger bei allem respektablen Mut, den man ihm zusprechen kann. Und insofern gilt dieser Strafanspruch der Vereinigten Staaten und es gilt das Auslieferungsabkommen, was wir geschlossen haben, was wir umgekehrt übrigens auch angewandt sehen wollten. Und man mag ja irgendwo ein Schlupfloch noch finden an einer bestimmten Stelle, aber ich finde, das kann nicht der Stil sein, in dem Rechtsstaaten miteinander umgehen sollen. Wenn das andere Staaten so machen, hindert es uns nicht daran, rechtsstaatlich mit gutem Beispiel voranzugehen. Die Zukunft. Lassen Sie mich den einen Satz noch sagen, damit auch zum Ende kommen. Die Zukunft des deutsch-amerikanischen Verhältnisses darf nicht im wechselseitigen Rechtsbruch liegen, sondern sie liegt in der wechselseitigen Vertrags- und Rechtstreue. Dankeschön. Die Rede von Günter Krings war das CDU-CSU-Fraktion am Ende eine Antwort auf eine Zwischenfrage von Hans-Christian Ströbele, Bündnis 90 Die Grünen. Weiter geht es in der Debatte mit Eva Högel, SPD. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Seit die ersten Informationen über die massenhafte verdachtsunabhängige Überwachung des Telekommunikationsverkehrs durch ausländische Dienste in Deutschland bekannt wurden, fühlte ich mich sehr an die Zeit vor fast 2 Jahren erinnert, Ende 2011, als die Nazi-Terrorzelle NSU aufflog. Auch damals, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, drängte sich jeder und jedem von uns eine Vielzahl von Fragen auf. Fragen, die alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gleichermaßen stellten. Fragen, die uns an der Arbeitsfähigkeit und der Effektivität unserer Sicherheitsbehörden zweifeln ließen. Und Fragen, die einer umfassenden und transparenten Aufklärung zugefügt werden müssten.
Wir haben hier im Deutschen Bundestag damals gemeinsam über alle Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg einen vorbildlichen Weg eingeschlagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aufklärung dieser Fragen kooperativ, sachorientiert und transparent zu ermöglichen. Diese Art und Weise, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie wir dies gemacht haben beim Fall NSU, die wurde von vielen als Sternstunde des Parlamentarismus bezeichnet. Und auch wenn Sternstunden sich dadurch auszeichnen, dass sie etwas Außergewöhnliches sind, können sie sich ja trotzdem wiederholen. Deswegen plädiere ich dafür heute hier bei dieser Debatte, dass wir diesen Geist unseres damaligen Vorgehens jetzt erneut anwenden und an diese Einigkeit auch bei der Debatte heute anknüpfen. Denn die Fragen, mit denen wir es zu tun haben und die Fragen, die wir uns alle stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die eignen sich nicht für den üblichen parteipolitischen Streit. Denn wir alle wollen doch wissen, seit wann, durch wen, in welchem Ausmaß erfolgt die massenhafte, verdachtsunabhängige Überwachung der Kommunikationsbeziehungen von Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland. Wo werden welche Daten technisch gewonnen? Auf deutschem Hoheitsgebiet oder nur auf Kommunikationswegen im Ausland? Inwieweit werden die Auslandsvertretungen hier in Berlin dazu genutzt, Kommunikationsbeziehungen auf deutschem Boden auszuspähen? Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nur in Bezug auf die Bundeskanzlerin, sondern in Bezug auf alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Welche rechtlichen Regelungen gelten eigentlich für die Tätigkeit ausländischer Nachrichtendienste in Deutschland? Und was und seit wann wussten deutsche Stellen über die massenhafte, verdachtsunabhängige Überwachung und waren sie eventuell sogar daran beteiligt? Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, konnten unsere Dienste wirklich ernsthaft davon ausgehen, dass Regierungsmitglieder nicht überwacht werden? Liebe Kolleginnen und Kollegen, alle diese Fragen, die ich eben aufgezählt habe, wollte die Bundesregierung bisher nicht beantworten. Oder sie konnte sie nicht beantworten. Jedenfalls, liebe Kolleginnen und Kollegen, sie sind bisher komplett unbeantwortet. Wir haben also viele Fragen. Und wir haben viele Fragen, die sich in erster Linie an ausländische Dienste richten und die mit unseren parlamentarischen Mitteln nur schwer aufzuklären und zu beantworten sind. Wir haben aber auch viele Fragen, die in Richtung unserer Nachrichtendienste gehen, die ihr Wissen und ihre Arbeitsweise betreffen und ihre mögliche Beteiligung. Und dafür ist zunächst einmal das parlamentarische Kontrollgremium zuständig, das aber ganz offenkundig, und das merken wir jetzt, in seiner jetzigen Verfassung und bei seiner jetzigen Arbeitsweise an seine Grenzen stößt. Deswegen begrüße ich ganz ausdrücklich die Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsfähigkeit des parlamentarischen Kontrollgremiums. Es sollte transparenter tagen, teilweise öffentlich tagen, vielleicht sogar Fernsehübertragungen ermöglichen. Und wir haben ein Beispiel in England gesehen, wie das machbar ist. Und ich denke, dass nicht alles, was Nachrichtendienste machen oder wissen, geheimhaltungsbedürftig ist, sondern auch in der Öffentlichkeit debattiert werden muss. Und wir sollten uns engagieren für eine Verbesserung der Struktur und Ausstattung des Kontrollgremiums. Unsere Vorschläge dazu haben wir dem Deutschen Bundestag vorgelegt. Sie finden sich im NSU-Abschlussbericht. Und ich denke, dies ist ein guter Fall, sie umzusetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren, sondern wir müssen tatsächlich ganz engagiert und zwar gemeinsam aufklären. Das kann ein Kontrollgremium sein, das können Sachverständige sein, die wir einsetzen, das kann eine Verbesserung der Transparenz des Verfahrens sein, der Innenausschuss kann seine Aufgabe wahrnehmen, wir können eine Enquetekommission einrichten oder auch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage es hier ganz deutlich, die Organisationsform, in der wir hier als Parlament aufklären, die ist zweitrangig. Entscheidend kommt es auf die Inhalte an und den Aufklärungswillen. Und deswegen appelliere ich an alle, auch an die, die jetzt nicht applaudieren, dahingehend, dass wir jetzt sehr offen Gespräche beginnen darüber, wie wir gemeinsam über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg aufklären können, wie wir all die Fragen gemeinsam beantworten können, die hier gestellt wurden. Und ich verspreche mir sehr, dass wir etwas von dem, was ich vorhin als Sternstunde bezeichnet habe, vom Geist dieses NSU-Untersuchungsausschusses übertragen können auf dieses schwerwiegende Thema NSA. Herzlichen Dank.